es doch nicht sein. Wieder mal eine Zwiebelskogeltour. Diesmal aber von der Steiermark aus. Genauer gesagt von Scheifling. Der Zwiebelskogel ist mit 2396 Metern Seehöhe die höchste Erhebung in den Seetaler Alpen. Der Gebirgszug der Seetaler Alpen erstreckt sich von Norden nach Süden und der größte Teil liegt in der Steiermark. Nur ein kleiner Teil im Süden gehört zu Kärnten und die Grenze ist das Klippitztörl. Das Klippitztörl ist auch die Verbindung zur Saueralpe. Vom Klippitztörl aus bin ich bereits im letzten Jahr auf den Zwiebelskogel gegangen und heuer habe ich mir vorgenommen, einmal von der anderen Seite den Zwiebelskogel anzugehen. Das ist Konditionstraining vom Fenster. Uhr bin ich weggegangen beim Bahnhof. Da hat es wohlige 2 Grad gehabt. Ein Schäfling von dort komme ich. 1 Stunde. Perfekt, 40 Minuten bin ich bis jetzt unterwegs. Zwiebelskogel. 300 Läufer. Geil. Wie taugt das? Naja, meine euphorische, positive Stimmung, das sollte sich bald ändern. Wie man sieht hier auf den Wegweiser, sind es noch 8,5 Stunden bis zum Zwiebelskogel. Und es kamen noch einige unvorhergesehene Dinge dazu, die mir Probleme bereiteten. Ja, Abbruch. Tour beendet, hier zurück. Mehrere Probleme sind aufgetaucht. Das erste Problem war Durchfall. Der macht er natürlich fertig unterwegs. Das zweite Problem, ich bin ein paar Mal vom Weg abgekommen. Das hat mir sehr viel Zeit, Kraft, Energie gekostet. Das dritte Problem, 25 Kilo Gewicht im Rucksack ist einfach zu viel. Auf so einem Berg rauf, das schaffe ich nicht. Der macht mich fertig. Und der nächste Punkt, wie machen meine Füße zu schaffen? Das liegt aber weniger an der Kondition oder irgendwas, sondern das ist einfach der Schuh. Dabei habe ich gedacht, dass der gut ist. HX Nature One GTX. Bin eigentlich die letzte Woche eingegangen. Aber ich habe so einen harten Tritt mit dir, dass mir die Fußsohlen wehtun. Ja, das hat keinen Sinn. Kommst du mir an? Hey. Scheiße. So, bin ich fast unten. Jetzt habe ich da so eine Sitzbank gefunden. Ich kann mich da ausrosten, so ein altes Weible.
Ja, was habe ich für einen Rucksack mit? Überhaupt eigentlich? Der was 25 Kilo hat. Das ist das ein roter Jäger, L. Grenzjäger. Eigentlich ein super Rucksack. Tragegestell passt auch. Aber irgendwas habe ich trotzdem falsch gemacht, dass mir die Hunde fertig macht. Mit den 25 Kilo. Ich meine, ich habe sicher zu viel mit. Aber ich glaube, gebockt habe ich den auch falsch. Ich habe das meiste Gewicht, glaube ich, oben. Und unten ist er leichter, weil normal sollte das ganze Gewicht da der Hüftgurt drum. Meine Schultern spüre ich überhaupt nicht mehr. Und die Hüften sind überhaupt nicht belastet gewesen. Ja. Die meiste Angst habe ich eigentlich vom Wetter gehabt. Deswegen bin ich wetterschutztechnisch eigentlich relativ gut ausgerüstet. Jacken, das ist eine komplette Regenjacke und Hosen. Ja, Tarp und so hätte ich auch mit. Ringcover. Aber das mit dann andere Sachen zur Aufgabe zwingen, mit denen hätte ich eigentlich nicht geredet. Ja, ist halt so. So, jetzt will ich ein bisschen Bank sitzen. Ah, ist das herrlich. Vollkommen tun wir so wie ein Benzinistenmangel. Bereits am Heimweg machte ich mir schon intensive Gedanken darüber, wie für die nächste Tour das Gepäck zu reduzieren, sprich den Rucksack. Der erste Versuch war ein D-Bag von mir. Das ist ein Rucksack, Cooper nennt sich der, von Bandit. Zu meiner Überraschung habe ich das Ganze mit vorgenommenem Gepäck hineingebracht und darauf gebracht. Und vom Gewicht her sehr annehmbar. Ich habe mich jedoch dann trotzdem für einen Savotta wieder entschieden, da das Tragesystem bei dem wesentlich besser ist. Der Savotta jedoch hat leer bereits fast 3 Kilo. Und hier jetzt meine Ausrichtung. Ja, nachdem ich jetzt den Rucksack überarbeitet habe und auf ein Gewicht gekommen bin, jawohl, von 16,42, habe ich eine Woche später die Tour jetzt verwirklicht und bitte von Zirbitzkugel auf dann. Wenn sich jetzt einer fragt, wie viel ich von der Ausrüstung gebraucht habe, die ich mitgehabt habe, kann ich sagen, das meiste eigentlich schon.